So. Ruhig. Chase, nein! Da war ich etwas zu langsam. Gott. Schwieriger als gedacht. Fuck. Los. Wo kommt dieser Typ her? Los, weiter. Es reicht. Mist. Los! Nein, nein, nein. So. Warum halten Sie an? Das Rohr ist locker. Machen Sie Witze? Entweder werde ich erschossen oder ich stürze in den Tod. Okay, alles bereit. Hi. Da bist du ja. Im Moment dachte ich, es ist vorbei. Und ist das Amulett den ganzen Ärger wert? Keine Ahnung. Nicht. Komm, lass. Mist. Hier, lass dich. Und ja. Ich mach das nochmal hier mit. Geht ja mal gar nicht. Die Musik ist viel zu laut. Gott! Moment mal. Da war Sprengstoff hinten auf dem Laster, auf dem ich war. Nein, 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 das ist eine dämliche Idee. Ja, zufällig geht das ab. Total bescheuert. Ganze Brücke gesprengt. Danke. Wo, 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 wo?
Ich frage mich, wieso solche Leitern nicht immer unten sind. In welcher Situation muss man das denn hochziehen? Aber naja. Zwar nicht wie, aber wir haben es geschafft. Ja, keine Ahnung wie. Oh gut, dann sind wir schon drei. Tante, du mieser Drecksack. Hey, hey, was machen Sie denn? Los, weg mit dem Ding. Na los. Gut. Ja, zufrieden? Warum legst du das Ding nicht auch weg? Dann sehen wir, wer von uns beiden das letzte Wort hat. Aufhören, wir müssen sofort hier weg. Oh, das hast du gehört. Na schön. Ihr müsst nämlich wissen, dass wir drei nirgendwo hingehen werden. Mann, Drake, wegen dir sitzen wir in der Tinte. Ich meine, schau dich doch mal um. Und meine Stiefel. Verdammt nochmal, weißt du eigentlich, Ihre was... Ihre Stiefel? Machen Sie Witze? Nein, ich... Sie haben die Arbeit meines Großvaters gestohlen. Und Sie, Sie ausgerechnet Guero gegeben. Ey, jetzt machen Sie mal ganz langsam. Ich... Mieser Scheißkern! Tschüss! Oh mein Gott, Mann. Das habe ich nicht gewollt. Ist schon gut. Er ist es gewohnt, durch die Gosse zu schwimmen. Dem passiert nichts. Ja. Oh shit. Was geht denn hier ab? Gott. Kein Hindernis, oder? Nein, ist es nicht. Los, weiter. Also, falls Sie wissen, wo es lang geht. Keine Ahnung, ich folge nur dem Fluss. Hey, da auf dem Feld. Nein. Soll das ein Witz sein? Los, weiter. Oh lol. Jo. Zeit zu gehen. Ups, rutschig. Pass auf. Vorsprung. Kein Hindernis, oder? Nein, ist es nicht. Schneller. Los, weiter. Also, falls Sie wissen, wo es lang geht. Nö. Keine Ahnung, ich folge nur dem Fluss. Da auf den Felsen glitzert was. Soll das ein Witz sein? Los, weiter! Ja, Mann. Egal. Scheiß drauf. Hallo? Oh Gott, ey. Überlass ich Ihnen. Danke. Ich muss wehtun. Ihm mehr als wir. Oh Gott, ich sterbe. Nein, bitte nicht. Los aus dem Weg. Soll ich warten, Faulpelz? Oh Gott, das ist so behindert, Mann. Aber da hat das geleuchtet. Da wollte ich hin und dann... Zeit zu gehen. Nicht alles... Ja, egal. Dafür kann ich das eine Ding da einsammeln, was auch immer da geleuchtet hat. Kein Hindernis, oder? Nein, ist es nicht. Los, weiter! Also, falls Sie wissen, wo es lang geht. Keine Ahnung, ich folge nur dem Fluss. Da auf dem Felsen glitzert was. Soll das sein? Eine Türkisglyphe. Hallo? Den überlasse ich Ihnen. Ich gereise, danke. Es muss wehtun. Ihm mehr als mir. Ey! Los aus dem Weg! Soll ich warten, Faulpelz? Er hat doch was geleuchtet vorhin. Weg, los, weg! Ja, egal. Meinte, sie brächten Ärger. Mehr als sie wert sind. Offenbar hat er damit recht gehabt. Also, General, ich weiß nicht, was Tante erzählt hat. Oh, ihr Partner war höchst kooperativ, Senorita. Wie waren noch seine Worte? Oh ja,
Sie sind eine Diebin und Lügnerin. Das Amulett gehört meinem Großvater, nicht? Es stammt von hier. Dies ist unser Land. Es gehört uns und nicht Ihnen. Da, wo ich herkomme, gibt es ein Sprichwort. Das Recht ist mit dem Besitzen. Nein? Wie wär's mit? Gefunden ist gefunden. Was machen Sie denn? General, mein Großvater hat Anspruch. Senior Drake, hier gibt es auch ein Sprichwort. Abierto el cajón, hasta es más honrado, es ladrón. Wenn die Kiste auf ist, wird selbst der Ehrenhafteste zum Dieb. Sie sprechen Spanisch. Sie. Sehr gut. Tja, General. Sie haben sich den Falschen ausgesucht. Dante ist ein Idiot. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Nate, halt, was machen Sie? Es reicht. Lassen Sie das. Jason, es geht um Ihr Leben. Nate! Oh. Spring! Oh. Auslöschen. Erledigt sie. Wie geil ist das denn? Moment, ich schaue eben nochmal auf die Uhr. Was war das nochmal? War das 10 vor oder 10 nach? Ich glaube, es war 10 nach. Nach diesem Kapitel beende ich das. Scheint auch ein cooles Kapitel zu sein. Ja, Mann. Oh Gott. Ist schon. Oh Gott, oh Gott. Schon ganz witzig hier so hin und her. So. Ah! Verpasst. Oh shit. Noch eins. Das ist ganz cool. Oh, ich hab's wieder verpasst. Alles klar. Ein Drittel des Spiels und... Sie wollen wirklich bleiben? Ja, ich lasse mich hier nicht wegjagen. Hey, man wird nicht verjagt, wenn man von selbst geht. Hey, Marisa. Ich heiße Chase. Nur mein Großvater nennt mich Marisa. Schön, Chase. Und außerdem gehen Sie nicht, Sie rennen. Ja, das kommt schon mal vor, wenn mich eine Privatarmee für Zielübungen benutzt. Okay, schon gut. Verstehe. Sie wissen gar nicht, worauf sie sich da einlassen. Dante zieht seine Stiefel an und zieht ab. Aber Guerrero, der sucht sie so lange, bis er sie findet. Bis er das hier hat. Und wie schon gesagt, das ist nicht ihr Leben wert. Es gibt andere Schätze. Oh, verstehe. Sie denken, es geht um das Gold. Es geht immer um das Gold. Ja, vielleicht für Typen wie Sie. Oder wie Dante. Aber Poppy? Er hat Jahrzehnte... bis zum Hals im Staub nach kleinsten Hinweisen gegraben und gesucht. Mhm. Jeder im Institut hat über ihn gelacht. Glauben Sie, er hat je was damit verdient? Also, er wollte der nächste Heinrich Schliemann sein. Großer Archäologe, Entdecker von Troja. Er wollte die Geschichte neu schreiben. Ihm ging es niemals, niemals ums Geld. Schön, es geht nicht ums Gold. Zeigen Sie schon. Haben Sie überhaupt zugehört? Sie gefunden? Wovon reden Sie? Wer hat was gefunden? Schon mal gesehen? Die Symbole. Sie passen. Was tun Sie? Ihr Großvater war nicht so blind, wie Dante dachte. Opa hat sie geheim gehalten. Sogar vor mir. Ja, vielleicht um sie vor Dante zu schützen. Sie sagten, er hat nichts davon gesehen? Nein. Nein, das hier war das Allerheiligste meines Großvaters. Niemand außer mir durfte hier rein. Sette Cidades. Natürlich. Da habe ich das schon mal gesehen.
westgotische Symbol? Die Setesidades waren ein obskurer religiöser Orden, dessen Wurzeln bis in die Zeit der Westgoten reichten. Ein Ableger des Arianismus. Arier? Nein, nicht wie die Nazis. Arianismus schreibt man mit A. Als die Mauren im 8. Jahrhundert Spanien einnahmen, flohen angeblich 7 Bischöfe und nahmen Spaniens Reichtümer mit. Das heißt, sie haben 7 Städte gegründet. Portale zum Himmel. Wo? Das weiß nur Gott. Wortwörtlich. Deshalb gründete man die Setes Sidales. Der ganze Orden widmete sich nur der Antwort auf die eine Frage. Wo? Okay, aber was hat das mit dem spanischen Grabstein zu tun? Gott. Ich verstehe nicht. Die Spanier auch nicht. Das ist ein kleiner Schatz der Geschichte. Die Spanier hatten eine Legende von 7 Städten aus Gold. Die Azteken und Mayas erzählten von einer goldenen Stadt. Als die Zivilisationen verschmolzen... Das spanische Grab. Die Soldaten suchten die 7 Städte aus Gold. Ja, aber sie war nicht allein. Und warum haben die Setesidates sie nur vergiftet? Mal sehen, vielleicht finden wir es heraus. Ich das übersetze. Das Pergament ist leer. Wirklich? So. Was mache ich hier? Halten Sie die Rückseite des Pergaments gegen helles Licht. Was? Und was ist, wenn ich im Dunkeln spielen würde? Leute? Mach ich mal die Lampe an und jetzt? Oh lol. Die Tinte. Sie ist lichtempfindlich. Genau. Ich brauche nur ein helles Licht, das alle Symbole enthüllt. Dann können Sie den Kohleabdruck vom Grabstein mit den Symbolen übersetzen. Ach, oh, ich muss... Das ist ja wohl... ein Scherz, oder? Ich muss... Gut, dass ich hier eine Lampe habe. Obwohl, ja... Ja, die Prozent mache ich noch, aber... Okay. Ist ganz cool, aber... Weiß ich nicht, ob das so praktisch ist. Könnte man halt mit dem Handy machen, aber ja. Sieben Väter. Was glauben Sie, heißt das? Ich weiß nicht. Aber ich denke, Ihr Großvater schon. Seit wann ist er weg? Ein paar Wochen? Ja, das stimmt. Dann hatte ich recht. Dante hatte mit der Sache nichts zu tun. Moment. Sie glauben also, mein Großvater hat die Symbole übersetzt? Und dann die Kammer ganz allein gesucht? Ganz genau. Alles andere ergibt keinen Sinn. Der Orden hatte sicher eine Zuflucht. Ein Ort, an dem sie beten konnten, studieren und ihre Toten begraben. Im 16. Jahrhundert lagen die einzigen spanischen Siedlungen südlich von Mexico City an der Küste hier. Nicht zufällig in Cascavieja? Nein, selbst damals war der Orden im Untergrund. Da. Das muss es sein. Wenn wir die Zuflucht finden, finden wir auch die Kammer. Und wenn wir die Kammer finden... Jetzt mal ganz langsam. Sie sagten wir. Ja. Ich schätze schon. Sie wollen mir helfen. Ich schätze schon. Aber unter einer Bedingung. Hey, was Sie wollen... Partner? Das ist der Jeep meines Großvaters. Nate, er ist hier. Halt, Chase, der steht seit Wochen hier. Ja, ich weiß. Ich weiß, ist okay. Sind Sie sicher? Ich weiß, warum er nichts gesagt hat. Er kam allein her, weil er wusste, dass er nicht zurückkommen wird. Los, mal sehen, was er gefunden hat. Okay. Aber hiermit beende ich den Part. Das war dann das Kapitel 13. Er kam niemals zurück, ist das Kapitel 14. Damit werden wir im nächsten Part weitermachen. Ich mache dann auch im nächsten Part weiter.
jetzt direkt im Anschluss, ja, ein Part nehme ich heute noch auf. Dann gehe ich pennen und morgen mache ich die restliche Hälfte. Weil das Spiel hat ja 29 Kapitel und wir sind jetzt im 13., haben gleich das 14. durch, vielleicht auch das 15. noch, nehmen wir die Hälfte durch. Morgen die andere Hälfte. Vielen Dank, bis dann.